drei Saison lang sind wir jeden Tag hierher gefahren, trainiert und gespielt, haben auch noch in der gleichen Linie nebeneinander gehockt in der Garderobe. Also es war ja dann am Anfang ziemlich komisch gewesen. Und jetzt ist, ja, es ist eigentlich wie, als wäre er nicht weg gewesen, oder? Würde man sagen. Den Platz weggenommen, der Garderobe? Ja, das stimmt. Ja. Extra. Ja, mit dem Janik hatte ich immer ein bisschen Kontakt gehabt. Aber Kontakt aufgenommen hat dann Andy Groten, ja, und gefragt, ob ich noch mal Lust habe und ob ich noch mal will spielen da im iSports League. Und so ist das zustande gekommen. Ja, viel am Meer sind wir gewesen. Einfach einmal rundum sind wir. Wir sind in Australien gewesen, noch im Asienbereich, nachher über Japan und Hawaii auf Amerika, noch ein bisschen Südamerika mit Mexiko, Costa Rica und zum Abschluss noch Europa, ein bisschen Barcelona, Frankreich und dann zurück in die Schweiz nach 11,5 Monaten. Ja, war lässig gewesen. Der Bart war bis vor einer Woche vor Trainingsbeginn noch vorhanden gewesen, aber nachher ist er am Rasierer zu Opfer gefallen. Ich denke, ich kann da nicht wieder hinterletzt auftauchen als Neue. Ein bisschen Fallen machen. Ja, Eindruck. Ich glaube, der Sherry mag nicht so schlecht. Das war mein Eindruck. Nein, die Mannschaft. Ja, es ist halt schwierig. Wir haben 14 Abgänge gehabt, wenn es mir recht ist. Dementsprechend auch viel neu. Aber für da machen wir es nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen es schon noch ein bisschen finden. Es hat immer wieder viel gewechselt halt und so. Es ist sehr schwierig zu sagen. Auch was alles geschont worden ist während der Vorbereitung und so. Darum, ja, jetzt am Samstag geht es los. Wir werden es dann sehen. Ja, momentan ist immer ein gewürfelt worden jetzt, die Vorbereitungsspiele. Wir hatten immer wieder Ausfälle gehabt oder Spieler, die geschont worden sind. Darum waren die Linien immer ein anders gewesen. Aber wir haben eigentlich meistens zusammen gespielt. Plus einfach noch ein Flügel. Dann ist der Jered ausgefallen. Dann ist der Bossi ausgefallen. Nachher haben wir mit dem Lampi gespielt. Und wie es jetzt wird, werden wir den morgen im Training sehen, denke ich. Ich denke, die Mannschaft hat sicher Potenzial. Wie der Janik vorhin schon gesagt hat, wir müssen uns noch etwas finden. Jetzt am Anfang noch nicht so viel zusammengepasst. Aber das ist noch meistens so in der Vorbereitung. Und ja, ich denke, die ersten paar Spiele werden wir brauchen, um ein bisschen in die Liga reinzufinden und auch schauen, wo wir stehen gegen die anderen Teams. Das ist ja alles noch ein bisschen so unbekannt. Aber ich denke, die Mannschaft ist gut, ist bereit und wir haben Potenzial. Ja, bin ich einverstanden. Kann man schicken. Kann man schicken. Ja, Corns? Ja, schon ein paar Saison jetzt. Also, ja, ERC-Chur oder Heimat mittlerweile. Ja. Wir sind jetzt in St. Gallen fast Nachbarn und jetzt hier zu groß über Sabi da. Ja, es sind wirklich gute 50 Meter. Ja. Aber zufälligerweise, ja. Muss man sagen. Ja, ist es so. Voll da einzogen. Ja, richtig. Wenn schon, dann schon. Volle Stürzeller. Natürlich. Und, ja. Das ist ein Scherz, aber schaffst du es? Ja, genau. Dort an der Rasmusstrasse. Ja. Genau, dort ist so ein Plastikstühle. Aber. Ja. Was warte ich dort einmal? Also. Manchmal kann ich nicht Kessel. Darum kann man nicht an die Auswärtsspiele kommen. Ja, das ist so. Aber ich winke heute. Das ist schade. Ja. Ja, wenn wir zurückkommen, sehen wir ja, dann. Ja, meistens. Ja, so. Aber nur bis etwa am Eis. Wenn es seitlich aufgeht. Ein Abend. Ja. Oder nach Sion können. Oder nach Neuchâtel. Wir machen den Überzeit. Nach Neuchâtel. Ja, wäre schön nach. Erstens. Zweitens, Derby wäre natürlich lässig. Ich wäre dabei. Ja. Und mit dem Zug? Oder mit dem Helikopter. Wäre auch noch wieder etwas für die Fans. Genau. Voilà, hätten wir. Also Win-Win. Idee wäre da, wenn wir es einfach noch umsetzen. Ja. Dann, okay. Das ist einfach sehr streng. Ja. Ich sinke immer weiter ab. Das reizt sich dann auch gleich. Das ist so, ja. Das sind wir sonst. Hat auch die hohen Schuhe. Hat einfach ein bisschen höhere Einlagen. Ja, wahrscheinlich, nein, ziemlich sicher, der Huren-Kabis-Scheissdreck.
Nein, mit Abstand die aktuellste und informativste Seite. Sicher in der Erstliga, wenn nicht sogar noch weiter auf. Maisplatz League. Maisplatz League. Mehr Kulpa. Entschuldigung. Das 50. Ja, ich eigentlich immer das 9. Und dann bin ich da hoch und dann hatte irgendwie so ein Andreas Jone das 9. Und da habe ich gar nicht gewusst, wer das ist. Nein. Und das war klar gewesen, da kannst, ja, da muss ich etwas anderes suchen. Und dann habe ich irgendetwas genommen, was einfach irgendwie keine Sau hat. Und dann habe ich das 50 genommen. Ja. Kein Mensch, gell? Ja, und das 44 ist mir vom Rico Garvi mal Platz gelegt worden beim ersten Spiel, als ich da war. Ich bin ja während der Saison gekommen. Ich bin im Januar das erste Spiel gehabt, und dann ist das an meinem Platz gegangen. Und seitdem habe ich das 44. Zufrieden mit dieser Nummer.